hat alle Schmerzen getragen für dich. Wir greifen darauf zurück. Darum geht er jetzt weg, das ist illegal, oder? Du mal checken, wie viel hast du jetzt? Ja, ich fühle mich gut. Also, keine Schmerzen mehr? Jetzt, gerade wo wir reden, ja. Ist es anders. Hast du keine Schmerzen mehr? Nein, ich spüre es nicht. Gib mir 5. Jesus liebt dich. Ja. Merci. Hast du schon noch etwas Schmerzen von euch? Alles gut. Ja. Du hast dich jetzt darauf eingelassen, Jesus, bezüglich dem Körper. Was passiert? Schmerzen sind weg, oder? Oh. Was würde passieren, wenn dein ganzes Leben dein Herz für Jesus geben? Was würde denn passieren? Sterben halt. Hey, was würde passieren? Ja. Geht dir jetzt besser als vorher? Ja. Wenn dein Herz ihm gibst, geht es dir auch besser. Dann hast du nachher eine Sünde frei. Das Herz macht dir vollkommen, macht alle Sünden weg, die du wäschst. Oder? Und danach bist du so vollkommen wie Gott. Und dann kann nachher Gott in dir wohnen, ja. Gottes Geist, oder? Heiliger Geist. Und danach bist du so connected, Liebesbeziehung mit ihm, oder? Oh. Weißt, weil ohne Jesus wären wir alle verloren, wenn wir alle in der Hölle landen. Ohne Jesus wegen der Sünde. Ja. Nein, sind wir nicht, ja. Und wir müssen Jesus annehmen, wir müssen Jesus unser Leben ihm geben und dann sind wir safe. Ist gut? Ja. Macht Sinn? Macht Sinn, ja. Mal. Ich bin selber ja. Halleluja, es denkt am Ohrring an. Ja. Hey, in dem Fall. Die wissen die gute Nachricht. Sechs in den Augen. Ja, erklären. Ja, erklären. Okay, ist gut, ja. Hey, schöne, gell? Tschüss, ciao. Schöne, gell?